Stefan, wie läuft das eigentlich bei dir und deiner Betreuung? Die Frage bekomme ich in letzter Zeit öfter, deswegen habe ich gedacht, mache ich einmal kurz ein kleines Infovideo dazu, weil sich dort durchaus einiges getan hat. Also, Grundprinzip bei mir ist ja immer das gleiche. Wir suchen günstige Aktien von guten Unternehmen. Heißt, wir versuchen hier unten in diese Tiefpunkte einzusteigen. Und ein Kandidat, den ich mir jetzt halt zum Beispiel gerade bei mir in der Betreuung anschaue, ist halt gerade die Shopify-Aktie. Damit ich meine Strategie gut umgesetzt bekomme, muss ich ungefähr eine Aktie pro Woche finden. Das heißt, mein Ziel ist es, bei mir in der Betreuung genau das zu bewerkstelligen, ein bis zwei Aktien pro Woche rauszusuchen, wobei man dazu sagen muss, diese ein bis zwei Aktien pro Woche, die schaffen wir auch nicht immer. Also wir finden zwar welche, in die wir investieren könnten, aber häufig ist es so, dass die halt gerade noch nicht drehen in der Woche. Und dann beobachten wir die einfach halt in den folgenden Wochen weiter. Und das ist also unser Ziel. So, wie bewerkstelligen wir das Ganze? Also in der eigentlichen Betreuung, die ich habe, haben wir zwei Seiten. Ich habe ja hier einen Computer stehen, hier um die Ecke, der den ganzen Tag den Aktienmarkt analysiert und mir so die besten Chancen ausspuckt. Diese Profisignale, so habe ich sie getauft, ja, schicke ich halt einmal an die Leute bei mir aus der Betreuung raus. Und dazu gibt es jeden Morgen noch einen kleinen Report. Dieser Report besteht aus einem automatisierten Teil und natürlich dann das, was ich manuell noch dazu mache. So. Dieser automatisierte Teil enthält Folgendes. Mir ist klar, dass das jetzt für euch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen unübersichtlich ist am Anfang, aber ihr wisst einfach noch nicht genau, wie ihr das lesen könnt. Dieser Teil besteht aus unterschiedlichen Dingen, ja. Das sind halt die Sachen, die ich mir selber angucke und wie man das interpretiert, das kann ich euch bei mir in der Ausbildung halt zeigen. Wir haben halt hier unterschiedliche Bereiche. Es geht los mit Rohstoffen, Währungen und Indizes. Die Grundidee ist immer, dass wir schauen, wie viele sind gerade zu günstig, wie viele sind zu teuer. Heißt, wir haben zum Beispiel hier einmal die Kryptowährungen, die momentan zu teuer sind und die, die eher zu günstig sind. Dann haben wir hier die Indizes, die momentan tendenziell zu günstig oder zu teuer sind. Du siehst schon, wir haben gerade 24 von 35 Indizes, die eher zu teuer sind, ja. Das heißt, wir sind gerade eher in einer überbewerteten Situation am Aktienmarkt. Und dann haben wir das Ganze hier nochmal für die Gesamtrohstoffe und hier dann nochmal ein bisschen aufgeteilt. Dazu gibt es noch einmal die gesamten Sektoren, ja. Das heißt, das sind dann einmal die defensiven Aktien, also defensive Konsumgüter, dann haben wir den Finanzbereich, Gesundheit, Rohstoffe, Immobilien und so weiter und so fort. Und dort kriegst du immer einen Überblick über alle Aktien, die momentan potenziell günstig sind, ja. Das heißt, das ist gerade so ein Überblick, wo man dann mal nachschauen kann, hey, ist da vielleicht eine Aktie dabei, in die ich sowieso immer mal investieren wollte? Und dann fällt zum Beispiel vielleicht auf, oh, guck mal, die Porsche AG, die ist jetzt neu dabei mit den Vorzugsaktien. Auch die gucke ich mir doch vielleicht mal an. Ja? Das heißt, das ist halt auch das, was ich mir jeden Tag angucke. Und dann gibt es noch die 105 verschiedenen Branchen, die wir uns auch nochmal ganz genau angucken können. Hier jetzt zum Beispiel mal die Übersicht zu den Versorgern. Da haben wir dann die Versorger diversifiziert. Das sind also die, die so alles machen. Dann haben wir die Versorger, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert haben. Elektro, Gas, Wasser, Energieerzeuger. Und hier dann halt auch wieder alle Aktien, die potenziell gerade günstig sind aus dem Bereich. Und damit überwache ich halt immer so den Gesamtbereich. Ja, und hier unten siehst du dann auch, wie viele Aktien gerade zu günstig sind, wie viele sie zu teuer sind und wie viele es insgesamt in der Branche gibt. So, das ist das, was ich mir immer selber angucke und all diese Informationen, die ich mir selber angucke, stelle ich halt auch dir zur Verfügung, wenn du bei mir in der Betreuung bist. Dazu haben wir noch unsere WhatsApp-Gruppe. Und in der WhatsApp-Gruppe, hier habe ich dir jetzt einfach mal das Beispiel von gestern mitgebracht, was wir uns dort angeguckt haben. Also einmal gibt es so eine kleine Gesamteinschätzung zum Markt, ja, das heißt, wir haben uns all die Aktien angeschaut, die gerade meiner Meinung nach durchaus spannend sind. Dann haben wir uns die zwei Kandidaten angeguckt, in die man momentan einsteigen könnte. Ja, das ist einmal die Lanxess-Aktie und einmal Expedia gewesen. Da schreibe ich dann immer einmal so grob, was gerade Sache ist und wie man damit umgehen könnte zum aktuellen Zeitpunkt. Und ihr kriegt halt noch ein Video hier in Form von so einer Bildschirmaufnahme, wo ich einfach nochmal so ein bisschen klarer mache, wie gerade die Situation ist, worauf wir gerade achten sollten und so weiter. Und immer mal wieder ist dann halt auch so, dass im Laufe des Tages dann halt ja wirklich was Spannendes passiert, ja, so dass ich dann euch auch noch mal Informationen so zu Einzelaktien noch mal rausschicke. Und ja, so läuft das Ganze dann halt im Endeffekt ab. Heißt, ihr bekommt einen ganz passablen und guten Überblick darüber, meiner Meinung nach.
Heißt, so habt ihr dann quasi immer so den perfekten Überblick und ihr nutzt halt einfach, dass ich jeden Tag hier 5, 6, 7 Stunden vorm Computer hänge und mir einfach immer nur Aktienmarkt mache und euch dann einfach so das Spannendste einfach gerade einmal mitgebe. So, das Ganze kombinieren wir dann jetzt halt noch mit unserer Ausbildung und der Intensivbetreuung. Ja, das heißt, unsere Ausbildung sieht halt so aus. Ich habe hier so eine Online-Plattform erstellt mit allen möglichen Videos. Ja, dort kannst du wirklich alles lernen. Also wenn du das dann alles durchgearbeitet hast, dann kannst du halt auf jeden Fall genauso intensiv Aktien analysieren, wie ich das in meinen Videos mache. Das heißt, mit dem, was ich dir jetzt vorgestellt habe, ist es jetzt halt im Endeffekt so, du kannst lernen, wie das alles funktioniert und dann begleite ich dich und helfe dir quasi bei der Umsetzung. Wenn du jetzt sagst, boah, ich will das so richtig intensiv haben, für mich ist es besonders wichtig, dass das jetzt halt auch alles wirklich funktioniert, dann könntest du halt auch sagen, du kommst zu mir in die Intensivbetreuung. Wenn du da Interesse dran hast, dann ruf uns gerne einfach einmal an und dann kann der Dennis mit dir vielleicht einen Termin ausmachen und dann stellt er dir das nochmal ganz genau vor, wie das läuft. Also das ist dann wirklich so, dass du dir hier mit mir dann halt wirklich Live-Termine buchen kannst. Wir können über deine Aktien sprechen, wir können über die Sachen sprechen, die gerade spannend sind. Von diesen Plätzen bei der Intensivbetreuung habe ich natürlich nicht so viele frei, aber du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Gerade wenn du irgendwie ein cooles Projekt hast, weiß ich nicht, Geld jetzt für die Rente gerade investieren willst, um dort, dass das regelmäßig läuft oder so, oder jetzt dein Rentenportfolio aufbauen willst oder so, dann wie gesagt, melde dich gerne, unterstütze ich dich gerne bei. Ja, und das ist im Endeffekt das, was du bei mir machen kannst. Ja, das heißt, ich begleite dich, du kannst bei mir lernen, wie es geht, und wenn du es ganz intensiv haben willst, kannst du auch regelmäßig halt quasi Gespräche zum Aktienmarkt mit mir führen. Wir haben da jeden Tag so ein paar Zeitslots und jeden Tag ja, setze ich mich dann mit euch einfach zusammen. Und da seid ihr auf jeden Fall dann herzlich zu eingeladen. Ja, wie läuft das Ganze bei mir? Auch der finanzielle Aspekt ist natürlich nicht ganz unwichtig. Wir nehmen momentan 250 € pro Monat für unsere Betreuung. Und wir haben gerade das Angebot, wenn du sagst, jo, ich ziehe das jetzt durch und du schließt direkt ein Jahresabo ab, das heißt für 12 Monate, dann bekommst du die Ausbildung dazu. Das heißt, es sind dann quasi einmal 3.000 € für die Ausbildung plus die WhatsApp-Gruppe plus diese Signale, die ich mir halt immer selber schicke. Und ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine ziemlich faire Sache. Und wenn du da Lust drauf hast, freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn wir uns dann regelmäßig sehen. Das waren jetzt einmal so die Informationen zu meinen Produkten, einfach weil halt viele momentan gerade danach fragen. Und ich hoffe, ich konnte dir damit jetzt so ein bisschen Klarheit verschaffen. Wenn du noch Fragen hast, schreib es gerne einmal unten in die Kommentare. Dann gucken wir, dass wir das einmal beantworten. Also, mach dir noch einen super schönen Tag und dann sehen wir uns am Donnerstag, würde ich sagen, erstmal im Investment Club. Mach's gut. Ciao.